Untergang, Zerfall, Tod, Blut, Zerstörung, Finanzkrise, Zusammenbruch und Hühner. Machen Sie sich jetzt bereit für eine außergewöhnliche Zeitreise. Das Jahr 476 nach Christi Geburt. Karl Theodor kündigt mit seinem Gebäcker einen neuen Morgen im Römischen Reich an, während Angie verzweifelt nach den letzten Körnern blickt. Und Guido? Was macht eigentlich Guido? Ach, sehen Sie doch selbst. Herzlich willkommen in unserem Hühnerstall. Ein kluger, der ein großes
Verlusten, die der Staatsdienst mit sich bringt, im bürgerlichen Handel zu erholen. Da. Es lasse sich jeder sein goldenes Bürgerblatt an sich klar zu bringen. Gebt aber das Geld der absoluten geschuldeten Summe aber zurück. Die Soldaten auch den Koch bezahlen, den wohl wichtigsten Mann meines Reiches. Zu befehlen, meines Reiches. Beantritt meiner Regierung befand sich 36 Blätter in diesem goldenen Kranze. Dem Sinnbild kaiserlicher Macht. Jetzt nur noch 4. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Spiel um die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Zunächst einmal werde ich Ihnen die heutigen Mitspieler vorstellen, also seien Sie gespannt und einen großen Applaus für Herrn Papandreou aus Griechenland.
Eine Brave. Die anderen Kaiser sind nichts wert. Hat sonst noch jemand gelebt? Odoaker. Simon. Zwei Eier, Majestät. Enorm. Und mein Feldherr, Karl Theodor, der diesen Garantus besiegen soll. Nichts. Ich habe nie viel von ihm gehalten. Ich möchte ihn heute Abend Kastanien gefüllt auf meinen Tisch finden. Gewiss, Majestät. Von der Henne meines Namens war es mir nicht zu berichten. Sie ist das edelste und begabteste Tier, das wir besitzen. Ein Spitzenprodukt römischer Geflügelzucht. Lebt es das edle Tier? Passt, Majestät. Passt? Was soll das heißen? Entweder lebt ein Huhn oder es lebt nicht. Noch nicht, mein Kaiser. Überhaupt nicht. Wer nichts taugt, kommt in der Pfanne. Der Koch soll mit mir und Karl Theodor auch noch Ähnchen zubereiten. Ähnchen? Haben Sie vorgestern zusammen mit Philipp den Spargel gegessen, Majestät? Dann soll er meinen Amtsvorgänger Guido gehen. Der hat auch nichts getaugt. Und in Zukunft möchte ich auf meine Morgentische die Eier der Henne Worker vorfinden, die meine volle Sympathie besitzt. Es muss sich um eine erstaunliche Begabung handeln. Man soll von den Germanen nehmen, was sie Gutes hervorbringt, wenn sie schon einmal kochen. Majestät! Was hältst du von einem Kaiser, Julius von Das ist entsetzlich, es ist grauenvoll! Ich weiß, mein lieber Minister, ich habe dir seit 2 Jahren die Besoldung nicht bezahlt. Und jetzt, wo ich es hätte tun wollen, ist der Finanzminister mit der Staatskasse durchgekommen. Unsere Lage ist so katastrophal, dass niemand an Geld denkt, mein Kaiser. Da habe ich dann noch einmal Glück gehabt. Der Präfekt Spurisitibus Mama ist 2 Tage und 2 Nächte durchgaloppiert, um Majestät zu den Namen des Paares zu überbringen. 2 Tage und 2 Nächte? Allerhand, wann steige ich für diese sportliche Leistung zum Ritter? Ich führe Ritter Spurisitibus Mama so gleich vor euch, Majestät. Ist er denn nicht müde, Minister? Er ist dem körperlichen und seelischen Ende nach. Dann führe ihn ins ruhigste Gästezimmer meines Hauses, Spurisitibus. Auch Sportler müssen schlafen. Aber die schlimme Meldung, Majestät! Auch die schlimmste Meldung liegt auf dem Mund eines wohl ausgeruhten, frisch gebadeten und rasierten Menschen, der gut gegessen hat und ganz angenehm. Er soll morgen kommen. Es handelt sich um eine weltumstürzende Meldung! Meldungen stürzen die Welt tief um. Das sind die Tatsachen, die wir dann einfach nicht ändern können, dass sie schon geschehen sind, wenn die Meldung eintreffen. Meldungen regen die Welt nur auf. Man gewöhnt sich deshalb so weit als möglich ab. Kunsthändler Apollo. Majestät, ich habe 3 Wochen auf dich warten müssen, Kunsthändler Apollo. Verzeihung, Majestät, ich war in Alexandrien auf einer Auktion. Du ziehst deine Versteigerung in Alexandrien, den Konkurs des römischen Imperiums vor? Ist Chef, Majestät. Na und? Bist du nicht zufrieden gewesen mit den Büsten, die ich dir verkauft habe? Besonders der Cicero war ein kostbares Stück. Ein Sonderfall, Majestät. Ich habe 500 Wirtschaftsdrücke an den Gymnasien verschicken können, die man jetzt überall in der germanischen Urwälder errichtet. Gottes Willen, Apollo, Germanien wird zivilisiert? Das wird der Führungsstätte nicht aufhalten. Wenn die Germanien dann zivilisieren, kriegen sie vielleicht nicht mehr so Weinwaschen. Wenn die Germanen nach Italien oder Gallien kommen, zivilisieren wir sie. Wenn sie aber in Germanien bleiben, zivilisieren sie sich selbst. Und das muss fürchterlich werden. Willst du nur die Grünen kaufen oder nicht? Ich muss sie nochmal gründlich untersuchen, Majestät. Für mich ist die Nachfrage heute praktisch gedenkt. Eigentlich hier nur noch über großen Kopfsachen. Außerdem scheint er einen etwas zweifelhaften Stil. Jede Büste hat den Stil, den sie verdient. Achilles bringt dem Apollo eine Reise. Liebe Frau. Wenn du wenigstens in diesem Augenblick nicht frühstücken würdest. Wie du willst, meine Julia. Ich bin in großer Sorge. Du warum Meister Ernius hat mir zu verstehen gegeben, dass eine schreckliche Nacht eingetroffen ist. Nun traue ich zwar Ernius nicht ganz, denn das war Germanen und das ist ein Ernius. Ernius ist so gebildet, wie es überhaupt kein Römer sein kann. Er spricht alle 5 Weltsprachen: Griechisch, Germanisch, Hebräisch, Lateinisch und. Nicht.
Wenn die Präfekt der Reiterei er könne sich endgültig schlafen legen. Du musst sofort etwas tun, sonst sind wir alle verloren. Ich werde heute Nacht und trage eine Proklamation an meine Soldaten. Mares zum Reichsmarschall ernennen. Mares ist ein Trottel. Das stimmt. Aber ich heute fange auch keinen vernünftigen Menschen ein, Kriegsminister des römischen Imperiums zu werden. Ich werde heute Nachmittag ein Kommuniqué über meine gute Gesundheit veröffentlichen. Nützt doch alles nichts. Du kannst doch unmöglich verlangen, dass ich mehr tue als regieren. Für diesen Problem führe ich drei Beispiele. Wo gibt man einen großen? Yeah.
stehe nicht darauf, dass du sicher zahlreiche Verse rezitierst, die der byzantinische Zeremoniell ihren Kaiser vorschreibt, wenn auch Asyl gibt, mein lieber Zeno. Aber ich möchte meine Kämmerer nicht dupieren. Ich habe sie gar nicht da reingelassen. Gut, so will ich die vorgestehende Formel nicht aufsagen. Romulus, ich bin erschöpft. Seit ich mein Konstantinopel verlassen habe, muss ich die unzähligen Verse des hilferlich ungefähr dreimal täglich vor allem wichtigen politischen Persönlichkeiten nicht ausgelassen vortragen. Meine Stimme ist ruiniert. Dann setz dich. Dankeschön. Majestät! Die Klage werden, Majestät. Ich habe sie schon vorgetragen, lieber. Kauf nichts und lieg auf der Leine. Unmöglich, Majestät. Ich habe mir hier an dir stolz. Sind doch kein Fürstner, Privatmann, sondern nur angesehener Ausbrüche und Feind. Leisten, das Hühnerbrot ist noch nicht bezahlt. Ich staune, eine weltliche Flamme auf uns, hier reißt eine faule Witze. Romulus, was hat das Hühnerbrot da mit dem herrlichen Barbaren zu tun? Ich habe schließlich auch keine Sorge. Anscheinend die Welt gefallen des Germanismus bei weitem noch nicht in seiner vollkommen Gebrüder erkannt zu haben. Das sage ich auch immer. Romulus, die Erfolge der Germanen sind nicht auf materiellen Grund zu erklären. Wir müssen tiefer sehen.
in sich und Soldaten auf dem Überfall, wie es jetzt an uns zweifeln. Wir müssen uns aufraffen, uns auf unsere alte Größe sind, uns Cäsar, Augustus, Thalion und Konstantin in Namen rufen. Ohne den Glauben an uns und unsere weltpolitische Bedeutung fürchte ich, sind wir verloren. Also gut, glauben wir! Du glaubst. Hält und fest an unsere alte Größe, an unsere alte Größe, an unsere geschichtliche Sendung, an unsere geschichtliche Sendung. Und du, Kaiserin Julia? Ich habe immer daran geglaubt. Ein großartiges Gefühl, nicht? Man spricht von mir in positiven Zug, der Feinheit dieser alte Baracke liegt. Und jetzt? Was meinst du? Etwas müssen wir doch jetzt tun bei dieser Geisteszeit. Unrichtig. Das kommt bestimmt von selbst. Wir müssen uns nur eine Idee überlegen, die wir dem Schlag der Gemeinde für Sklaverei und Gerechtigkeit entgegensetzen können. Ich werde für Willkür gegen Barbarei. Das gefällt mir schon rein stilistisch nicht. Sklaverei und Freiheit. Auch nicht. Ich bin mehr für einen praktischen, realisierbaren Beispiel, wie zum Beispiel für Hühnerzucht und Landwirtschaft. Wir waren noch stehen geblieben. Wann geht das nächste Mal mit Alexandrien? Morgen um 8:00. Wieso, was willst du dort? Ich bin von dort aus im Kreis von Asien und Jüdin. Ich werde von dort bei einem unwirksamen Kampf gegen den Germanismus vorstellen. Marschieren gegen Rom und du frühstückst gerade noch. Das Vorrecht der Politiker. Ich ernenne dich zum Reichsmarschall Marius. Ich werde Rom retten, O Kaiser. Das hat mir gehört. Was wir brauchen ist die totale Mobilmachung. Was ist das denn für ein Wort? Die totale Mobilmachung ist die Zusammenfassung aller Kräfte der Nation mit den kirchlichen Zwecken. Das gefällt mir schon rein stilistisch. Also wir machen uns alle Teile des Imperiums erfassen, wir auf den vom Feind besetzt worden sind. Der Mann hat recht. Wir können uns nur durch die totale Mobilmachung retten. Romulus, das ist genau die Idee, die wir gesucht haben. Rüste dich total. Also das sollte ihr meinen. Der Krieg ist schon seit der Erfindung des Knüppels ein Verbrechen. Führen wir jetzt noch die totale Mobilmachung ein, wird ein Unsinn. Ich stelle dir die 50 Mal meiner Leiter zur Verfügung. Majestät, die 50 Mann sind längst geflogen. Dann kommt ohne sie aus. Majestät, du hast ein Heer von 100.000 Kugelwürste dran. Und hier steht gerade noch meine Attentanz zur Verfügung. Je größer ein Feldherr, desto weniger Truppen benötigt er. So tief ist der römische General noch nicht geleitet worden. Für den ganzen Romulus. Es wäre mir dann doch, wenn du von Roms großer Vergangenheit etwas respektierlicher reden würdest.
Gerade dies ist ziemlich schwierig. Ein Kaufmann von Augen. Wir wissen es. Wir gehen um ein Messer. Wie heißt das hier? Mann, ein Weibchen kann mit einem Messer kämpfen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das würde ich nicht mehr sagen. Wir sind hier keine Soldaten. Klar, dass oben nur gerettet werden kann, wenn ich eine Million springen lasse. Ich verlange auch meine unehrliche Pferde eine anständige Antwort. Ja? Wir haben nur noch diese Flasche Bourjolais in den 70er Jahren, Meister. Dann lass sie die. Danke. Die Landesmutter wünscht Meister noch zu sprechen. Die Kreis unserer Reihe, den zweiten Rückschritt noch.
ebenso machtbesessen sei wie du. Du hast gerechnet, doch deine Rechnung war falsch. Deine Rechnung stimmt. Rom geht unter. Du bist Roms Verräter. Ich bin Roms Richter. Romulus. Jetzt geh nach Sizilien, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Mein Kaiser. Schick mir noch einen ein. Der Welt ist leer. Du sitzt. Sehr wohl, Majestät. Was hast du denn? Majestät, lieben es nicht, wenn ich von dem tierischen Lage spreche. Du weißt, dass ich dir das ausdrücklich verboten habe. Aber Capua ist gefallen. Das ist jedenfalls kein Grund, Beaujolais zu verschütten. Ich will doch mal zeigen. Prinzessin Rhea wünscht mal sehen, noch zu sprechen. Meine Tochter soll da rein. Mein Vater? Komm mal, setz dich zu mir. Was hast du mir zu sagen? Merken, dass alle ausgerechnet in dieser Nacht politische Gespräche mit mir führen wollten. Dazu ist doch der Mittagstisch da. Wovon soll ich denn sonst reden? Von dem, was man zu deinem Vater in nächtlicher Stunde redet. Von dem, was dir am nächsten liegt, mein Kind. Worum liegt mir aber am nächsten? So liebst du ihn hier nicht mehr, den, auf den du gewartet hast? Doch, Vater. Aber nicht mehr so heiß wie früher. Nicht mehr so, wie du ihn einst geliebt hast. Ich liebe ihn mehr als mein Leben. Dann erzähle mir von ihm. Wenn du liebst, ist er wichtiger als vor ein verlottertes Imperium. Papa, lass mich den Kamm sagen. Der Lagerfeld, meine Tochter, ist mir zwar sympathisch, weil er Geld hat, aber er stellt unannehmbare Bedingungen. Er wird Rom retten. Gegen dies machen diese Menschen unheimlich. Ein Designer, der den römischen Staat retten will, muss warten. Thank you.
und nun auch den Main. Jetzt ist die Flasche 70er bei der Majestät. Dann geht's schlau. Komm jetzt zu mir, Emilia. Wir sind allein. Vor wenigen Augenblicken durch mein Fenster in mein Zimmer geschrieben. Der Pokal, aus dem ich trinke, spiegelte dein Bild wieder. Willst du dich nicht setzen? Ich stehe. Du bist spät zu mir gekommen. Es ist Mitternacht. Es gibt Besuche, die man nur Mitternacht macht. Lass uns auf deine Heimtür treten. Bitte. Lass uns auf deine Heimtür. Die Gerechtigkeit ist etwas fürchterlich. Fürchterlich in meine Runden. Nun denn, auf die Gerechtigkeit! Um Gottes Willen, Innenminister, ist dir etwas passiert? Majestät, sind mir auf die Finger getreten. Das tut mir unendlich leid, aber ich kann doch unmöglich wissen, dass ich unter mir bin. Es schreit jeder Innenminister auf, wenn man auf die Gerechtigkeit anstößt. Ich wollte Majestät für das römische Imperium vorschlagen. Du blutest an deiner Hand. Ich habe mich verschreckt und mein Dolch gewillt. Mit Dolch, meine Jungfrau, sondern ich habe ganz besonders vorsichtig sein. Willst du nicht die Kamera rufen? Wozu brauche ich die? Du weißt ja genau, dass du mit der Hand starb. Aber wir wollen auch einen verbundenen Innenminister verbinden. Sinu, der Saurier? Ich wusste nicht, dass mir mein Waschbank schlägt. Oh, bitte. Ich glaube, ganz Geld dafür. Du bist durch mein unschönes Leben gewohnt. Also, Schränke, die du mir zu wissen. Deine Mühsale, tut mir aufrichtig leid. Ja, ist denn noch jemand? Lass ihn nicht hören, es sind ganz zufällig da reingeführt. Ja, ist da noch einer drin? Ja, mein Kamerad. Oh. Guten Abend. Du hättest mir den anderen Wandschrank nehmen können, Karl, dein Bruder. Das ist das nächste Problem. Mein anderer Kamerad ist in den Schrank. Er soll sich dann nicht verlieren, er auch nach vorne kommt. Wir sind gekommen, Meister, um Dankwert vorzutragen. Bitte, nur nicht in dieser Stelle, bitte. Julius Secundus, da wird er deine Runde mit diesem Tuch. Blut ist mir unsinnig. Der schlägt in der Spotter immer noch nicht! Ich bin so müde. Du hast einen Dolch verloren, Schmuggel, liebes Mama. 110 Stunden habe ich nicht geschlafen. Wenn in den Locken irgendwo anwesend, soll er doch mit dir hervorkommen. Und wen hast du zu dieser Diskussion mitgebracht? Mein Leidenschaft. Kopf! Auch du! Ihr seid alle in Schwarz, wie ich gemerkt. Ihr seid unter meinem Thron oder meinem Tisch aus meinen Schrecken hervorgekommen. Ihr habt euch die halbe Nacht in den kompliziertesten und unbekanntesten Sternen verbracht. Wozu? Wir! Und dich. Kaiser wusste nicht, dass das Hofzeremoniell den ihn zu sprechen wünschen vor der Geschwörung vorschreibt. Führerbus, nach Feld! Mein Kaiser! Majestät, den Kaiser Lorbeer, Führerbus. Die Kaisertruhe alles. Die den Wein aus und die Wein kochen. Der Augenblick ist feierlich. Geht jetzt wieder schlafen. Der Kaiser ist bereit, euch zu hören. Was habt ihr zu sagen? Wir verlangen Provinzen zurück. Keine Legion. Das Imperium. Der Kaiser ist euch keine Rechenschaft schuldig. Was ist meine
gemacht? Ich stütze mich nicht auf eure Macht. Ich bin der eine und bei euch Rechenschaft schuldig. Und zu diesem einen werde ich nun sprechen. Kommt zu mir wieder. Ich liebe dich deinen Sohn. Was forderst du von deinem Teil? Ich fordere deine Antwort von dir. Du sollst diese Antwort haben. Was hast du getan, als dein Freund mich so geschändet wird wie Rom? Nichts. Was hast du getan, damit sie nicht so geschändet werden wie ich? Auch. Und wie willst du dich rechtfertigen? Du wirst angeklagt, deine Reich verraten zu haben. Nicht ich habe mein Reich verraten. Rom hat sich selbst verraten. Die Germanen kommen. Haben wir das Recht, uns zu wehren? Haben wir das Recht, mehr zu sein als ein Opfer? Ihr schweigt! Tötet mich! Wenn ihr glaubt, ich sei unrecht, oder geht euch die Germanen, wenn es die Wahrheit ist, dass wir kein Recht mehr haben, uns zu wehren. Antwortet mir! Antwortet! Der Reichsmarschall, der Engländer, der Koch.
Lieber ich halte alles in der Halle vorüber. Das morgen ist das Frühstück. Aber die Germanen, Majestät, die Germanen dürfen jeden Augenblick und in Anbetracht der allgemeinen Reichstrauer. Und es gibt kein Reich mehr, das Trauer. Und ich selbst werde untergehen, wie ich dir lebe. Gewiss, Majestät. Auch schon mal schneller, oder? Ihr seid so feierlich. 20 Jahre haben wir eurer Majestät gedient und 40 Jahre lang mit den 10 Amtsvorgängern eurer Majestät. 60 Jahre haben wir die bitterste Armut auf uns genommen, um den Kaiserdom zu dienen. Jeder Droschkenkutscher ist besser bezahlt als der Kaiser der Kammerdiener. Das muss einmal gesagt sein, Majestät. Das gebe ich zu. Du musst aber auch berücksichtigen, dass ein Droschkenkutscher mehr ein Meter sein Teil. Der Designer Karl Lagerfeld hat uns eine Stelle als Kammerdiener in den Augen zu Rom angeboten. 4000 Sesterzen im Jahr. Drei Nachmittel frei in der Woche. Eine Zeit? In der Zeit, um unsere Memoiren zu schreiben. Die Bedingungen sind fantastisch. Ihr seid frei. Thank you.
vergangen ist. Soll ich das Reich erbringen? Ist es denn noch nicht versetzt? Es ist alt und rostig. Die Reichsherrscher haben Majestät selbst herausgeklappt. Soll ich es bringen? Reichswerter, mein lieber Führer, muss erstmal lieber in ihren Willen führen. Sind Majestät serviert? Noch etwas sparen gemacht. Ihr seid in Frage. Ihr wart immer tadellos in Kammerdien. Ich verzeihe. Nun ist der Augenblick gekommen, auf den ich jahrelang gewartet habe.
mich bereit. Bereit wozu? Zu sterben. Du erwartest deinen Tod? Was könntest du anderes wegen der Trauer als meinen Tod? Das sollst du sehen. Nette! Materie, Mensch. Neppe! Hoch die Fächer!
der Kommen Rocks. Und wenn du meinen Namen tritt davon dabei. Die Wüste des Königs Romulus, der Rom gegründet hat. Dass ich nun liquidiere.